Und somit herzlich willkommen, meine lieben Gaming-Freunde, zu einer weiteren Folge Uncharted 4. Es ist schon ein Weilchen her. Ja, ich hatte ein bisschen vor, Urlaub zu nehmen von YouTube. Hab ich den schon untersucht hier? Sieh dir das Schild an. Verräter, einer der Rebellen. Eine schlimme Art zu sterben. Hier ist noch einer. Wow. Ja, der hockt ganz schön gemütlich da oben. Aber wir schauen mal weiter. Wenn ich es hinbekomme nach so langer Zeit. 3 Tage, die ich nicht aufgenommen habe. Ungefähr. Sorry, Cole. Nicht böse gemeint. Und ich habe das Ganze wieder auf Mono gestellt, denn Stereo ist ein bisschen zu leise. Wo können wir was untersuchen? Hier oben oder da drunter? Der Weg führt auch dahin. Von daher spielt das keine Rolle. Wir gucken uns sowieso erstmal um. New Devon. Kapitel 18. Ich frage mich, ob das die ganze Zeit geplant war. Was? Die Siedler alle umzubringen? Nein. Sie herzulocken in der Hoffnung auf ein Utopia. Um ihnen dann alles wegzunehmen, was sie haben. Wir haben es ja auch mit Piraten zu tun. Aber das ist ziemlich unglaublich. Selbst für Piraten. Dinger sehen nicht stabil aus. Sind sie nicht. Sei vorsichtig. Verzeihung. Ja, wo müssen wir lang? Hier runter wahrscheinlich nicht. Aber wofür muss ich mich hier dran klettern? Ich kann hier nirgendwo hoch. Oder doch? Nee, er macht überhaupt nichts. Mal schauen. Vielleicht hier runter? Nee. Wir schauen weiter. Willkommen auf Averys Landsitz. Wirklich schön hier. Mal abgesehen von den ganzen Baumängeln und Wasserschäden. Ganz klar Abwasserprobleme. Der Traum eines jeden Heimwerkers. Okay, also offenbar hat jemand den Damm da gesprengt und alles unter Wasser gesetzt. Ich hatte es vergessen. Wie gut du bist. Okay, und welches meinst du ist Averys? Ich tippe auf das da. Dass das noch intakt ist. Oh. Du bist auch nicht schlecht. Ja, ach, ich hatte ein bisschen Übung, habe ein paar Bücher gelesen. Mist! Was? Was? Die Haustür. Sam. Er lebt noch. Ja, noch. Na los.
Auf geht es, meine lieben Leute. Okay, halt die Augen nach Shoreline-Typen offen. Ja. Das wird ja richtig spannend hier. Und runter. Ups. Ei. Okay, mit Anschwung. Oder einfach runter. Runter. Was für ein schönes Wassergeschoss. Alles okay? Tauchen, geht das? Jawohl. Ich liebe das ja. Das Beste in Uncharted überhaupt. Alles zu untersuchen, nachzugucken. Nicht allzu lange, sonst sieht man ja, man wird schwarz. So, wo gehen wir drauf? Ist da ein Versteck unterm Wasserfall? Nein. Schade, schade. Hier können wir hoch. Hier durch. Vorsicht, Kopf. Ich glaube, wir gucken erstmal da unten. Ob wir was Schönes finden. Konnte jemand nicht ausstehen? Jawohl. Oh, noch eine alte Notiz. 6. September 1718. Gründer Condent. Ich weiß, dass auf eurem Befehl hin mein Haus geplündert und niedergebrannt wurde. Euer Bruder streitet eure Beteiligung an diesen Taten ab. Aber ich erkenne eine Lüge, wenn ich sie höre. Jetzt habe ich ein Schwert weniger, weil ich es nicht mehr aus seinem Bauch herausbekomme. Ihr habt bis Sonnenuntergang Zeit, zurückzugeben, was mir gehört. Gründer England. Wahre Worte. Schicke Worte. Der Drache. Wir sind in Christopher Condens Haus. Wunderbares Timing. Ob ich das mal wieder hinbekomme, dass wir uns nicht in Kämpfe verwickeln. Aber ich denke mal nicht. So gut wie ich bin. So scheiße bin ich auch. Aber wir versuchen es. Markieren.
Nette Bude. Sieht nicht nach einer Piratenhütte aus. Wo sind die Wertsachen? Gut gemacht, Elena. Wirklich gut. Drake gibt sich nicht kampflos geschlagen. Versuch's doch. Wir sind bereit. Ich bin bereit. Das ist mal eine miese Lage. Wenn der uns jetzt sieht, sind wir am Arsch. Wieder klar. Gott, ja, den komme ich bald am Arsch lecken, ey. Leute, ich stecke in eine miese Lage. Diese miese Lage muss ich leider sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Wenn ihr ein Like da lassen würdet und das Ganze kommentieren würdet, sage ich schon mal danke und bis zur nächsten Folge. Also, haut da rein.